Hallo zusammen! Heute wollte ich euch wieder mal ein Buch aus der Kategorie Autors Beste vorstellen, also Schreibratgeber. Und zwar ist das dieses hübsche Buch hier, Romane schreiben von Boris Maggioni. Gleich vorweg, das Buch ist relativ dünn, also so ungefähr so um die 140 Seiten, enthält aber sehr, sehr viel Informationen. Wenn man sich mal so anschaut, was so im Inhaltsverzeichnis steht, dann geht es zum Beispiel einmal ganz allgemein ums Schreiben. Deutsch lernen steht hier zum Beispiel, die Story, glaubhafte Charaktere, da geht es dann schon ein bisschen tiefer. Struktur einer guten Geschichte, Erzählperspektive, Kontakt mit dem Verlag, die Schreibblockade. Also ihr seht schon, hier in dem Buch steht zu allen möglichen Themen was. Und meist sind die Kapitel dazu relativ kurz. Hier steht Romane schreiben für Anfänger und Fortgeschrittene. Doch ich finde, das Buch richtet sich mehr an Anfänger als an Fortgeschrittene, obwohl Fortgeschrittene da auch einige Sachen draus lesen können, weil Boris Maggioni nämlich hier auf Sachen eingeht, die eigentlich sonst in keinem Schreibratgeber so wirklich drinstehen, muss ich sagen. Ich bin nicht mit allen Sachen so ganz hundertprozentig einverstanden, aber viele Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, werden hier in dem Schreibratgeber in extrem kurzer Form, knapp, aber sehr prägnant geschildert. Und jeder kann sofort die für sich nötigen Tipps da herausziehen. Also ich kann jedem, der schreiben möchte, nur empfehlen, das Buch zu lesen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr ehrliches Buch, das auch sehr ehrlich mit seinen Lesern umgeht. Und man hat das Gefühl, dass Boris Maggioni sich auch wirklich teilweise sehr gründliche Gedanken zu den Themen gemacht hat. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, euch das Buch zu besorgen und es durchzuarbeiten. Es geht relativ schnell, weil es recht kurz ist. Das Einzige, was ich absolut überhaupt nicht unterschreiben kann, was Boris Maggioni hier sagt, ist, dass wenn man dieses Buch gelesen hat, man keine einzigen anderen Schreibratgeber mehr braucht, weil mehr oder weniger sowieso überall was sehr Ähnliches drinsteht. Finde ich nicht. Man sollte immer verschiedene Schreibratgeber lesen, denn jeder Schreibratgeber beleuchtet immer irgendwie ein bisschen anderes Teilgebiet der Thematik. Dennoch gehört dieser Schreibratgeber ganz, ganz sicher zu den guten Schreibratgebern, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Ich habe schon wieder ein paar neue entdeckt, zum Beispiel von Hans-Peter Röntgen, der hat ein neues Buch rausgebracht. Wenn ich das gelesen habe, werde ich natürlich auch darüber für euch berichten. Ich wünsche euch immer ganz, ganz viel Muße zum Lesen. Bis dann, euer Dominik Schmeller.